Hi, Servus Leute, zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. So, in der letzten Folge haben wir den Krähenschlüssel gefunden und das habt ihr leider nicht gesehen, aber ich bin ja nochmal zurück. Ich wollte nochmal das Haus hier ein bisschen untersuchen, ob ich vielleicht irgendwo was übersehen hatte. Und beim Zurückgehen ist mir was aufgefallen und zwar, hier unten haben wir doch die Margaret gekillt. Oder ich weiß nicht, ob sie dann tot war oder tot, immer noch tot ist. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und wir brauchten doch da oben, ich zeig's euch nochmal. Schauen wir uns schnell nochmal an, dass ihr seht, was ich meine. So, hier oben war doch so ein, eine Art Gewicht, wo wir hier was ranhängen müssen. Da hängt doch die Laterne da dran, ne? Genau, und ich glaube, wir müssen da eine zweite Laterne ranhängen. Und die zweite Laterne habe ich kurz gesehen in dem Loch unten drin. Die hat aber irgend so ein komisches Vieh mitgenommen. Und ich denke mal, dass uns das Spiel jetzt sagen will, spring da sofort rein. Okay, ich würde sagen, wir springen da auch jetzt rein. So, und weiter geht die wilde Fahrt. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, genau. Okay. Was zum Teufel? Das ist neu. Der hat auf jeden Fall die Laterne dabei. Das komische Fieder. Ich glaube, wir brauchen die scheiß Laterne, dass wir die Tür aufkriegen. Okay, hier geht eine Leiter hoch. Aber ja, ich schaue euch da hoch. Scheint irgendwie so ein Brunnen zu sein oder sowas. Okay, gehen wir mal hier hoch. Okay, wir sind jetzt irgendwo auf so einem anderen Hof. Alles klar. Okay, gibt es einmal rechts einen Weg und links einen Weg? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier. Ich glaube, das ist das Tor von der anderen Seite, beim Bogenwagen. Shortcut freigeschalten, Jungs. Okay, sehr gut. Das lädt auf jeden Fall zum Speichern ein. Okay. Schauen wir jetzt mal, wie viele Münzen ich schon habe. Ah, wir haben jetzt 8 Münzen. Wir bräuchten noch eine Münze, glaube ich, für die Magnum. Ah, genau, wir brauchen 9 Münzen. Okay, alles klar. Es geht noch nicht. Wir müssen noch eine Münze finden. Aber ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal schnell. So. Speichern wir den Spielstand. Bin jetzt ungefähr bei ja, knapp 6 Stunden schon. Reine Spielzeit. Okay. Oh. Ich bräuchte eigentlich mal irgendwie so ein Kraut oder sowas. Okay, einen Hit noch und dann werde ich mich mal heilen. Ich sagen, links, rechts, wo gehen wir lang? Ah, hier gibt es hier starke flüssige Chemikalie. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rechts lang. Schatzfoto. Okay, das ist irgendwo bei, in einem Bad drin anscheinend. Kann ich das nochmal anschauen? Untersuchen. Ich habe hier was Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Okay. Mal schauen, wo das dann war. Okay.
Da geht's runter. Oh Gott, ich denke jedes Mal, hier kommt eine entgegen. Da geht's runter, da wollen wir noch nicht runter. Nehmen wir erstmal das zwei Kräuter mit und unser Inventar ist noch nicht voll. Okay. Spaltmittel. Kombinieren. Da kriegen wir eine starke Gesundheit, gell? Was haben wir da jetzt bekommen? Brennstoff, der wäre nicht schlecht, wenn wir den wieder hätten. Starke flüssige Chemikalie, das tun wir uns noch aufheben. Ah, sehr gut. Festbrennstoff. Kombi mit diesen. Ah, Brandgranaten. Brandgranaten. Okay. Haben wir einen Dietrich, machen wir gleich mal auf. Flammengranaten, okay. Wir finden jetzt hier auffällig viel Munition, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da runtergehen will. Egal, kommt. Bockwurst. Bockwurst. Boah, das sieht noch schlimmer aus als das andere Haus. Jetzt habe ich eher gedacht, dass das andere Haus schon schlimm wäre, aber das ist noch schlimmer hier. Okay, hier ist ein Durchgang oder sowas. Pistolenmunition ist nie schlecht. Okay. Ein Tor versperrt den Weg. Okay. Ich komme jetzt auch gar nicht mehr zurück, gell? Also ich könnte jetzt nicht mehr zurück. Okay, hier ist eine Tür und da geht's weiter. Gehen wir erstmal hier rein. Hört sich schon wieder nach irgendwelche Spinnen oder sowas an. Okay, hier ist zu. Wieder 5 Milliarden Wege hier. Boah. Alles schon ziemlich verfallen hier. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Boah. Okay, das war der Shortcut, oder? Ja. Ich will da hoch, ich will die andere Seite nochmal reingucken. Ach Gott. Mein Gott, jetzt. Starke flüssige Chemikalie. Mann, was finden wir hier alles? Hm.
Kann ich das zerlegen eigentlich auch wieder? Das würde mich mal interessieren. Ja, schaut nicht so aus. Aber ich werde mir kombinieren. Ich kann mir das nicht merken, was da alles gibt. Da gibt es ein starkes. Starke ist, also stellt die Gesundheit völlig wieder her. Okay. Okay, dann gehen wir mal die Treppen hoch. Oh, was ist das? Da ist doch irgendwas am Fenster, oder nicht? Irgendwas tröpfelt da runter. Boah. Boah. Alter! Mein Gott. Oh! Boah, Alter. Alter Schwede. Wo ist die? Oh, ich kann jetzt nichts nehmen. Bitch. Ich nehme mal Medikum. Weil ich irgendwo Munition oder sowas finde. Eklige Vieh. Das kriegt der arme nie wieder. Oh. Komm mal mit mir. Wir werden. Boah, Alter. Schieße Eingeweide runter, du Vieh.
Boah. Oh, halt doch ab, Bitch! Gott. Na komm. Mei, was mach ich denn? Schon wieder das Scheißmittel. Boah, was ist denn jetzt hier? Mach auf jetzt das Ding. Stirb! Mein Gott, was hält denn die aus, die Schlampe? Oh, ich bin jetzt echt tot hier. Boah! Alter Schwede! Bleib doch einfach tot, okay? Oh, was gibt's hier? Laterne! Alles klar, die haben wir gesucht. So, jetzt würde ich sagen, ich habe kein Heilmittel mehr. Ist immer richtig geil wieder. Kombinieren das schnell. Okay, und würde sagen, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um. Ah, die ganze Brennstoffkanister. Ich habe die alle nicht gesehen. Boah. Okay, es ging aber eigentlich. Ich hätte es mir echt... Oh, Brennstoff. Okay. Ich hätte es mir echt ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber es ging...
Okay, das wird der Shortcut nach draußen sein. Flintenmunition. Die laden wir gleich mal wieder nach. Okay. Achso, die war auch leer. Scheiße. Schauen, dass wir hier nichts übersehen. Nicht, dass ich irgendwo noch Munition übersehe. Die vielleicht später sehr, sehr wichtig wäre. Na, wo war denn die Leiter jetzt? Hier war doch irgendwo eine Leiter. Ah, hier genau. Mal hier mal hoch. Okay, der blöde Kokon ist auch weg anscheinend. Brennstoff, die hätten wir alle mal wissen müssen. Pistolenmunition. Okay, der ist nachgeladen. Da haben wir jetzt eigentlich schon richtig viel von dem. Was ist das? Irgendwas ist gerade kaputt gegangen hier. Und hier Brennstoff. Okay, da geht's nach oben. Das ist die Couch, okay. Müssten wir eigentlich alles haben, dass wir zurückgehen könnten? Okay. Aber ich wollte noch mal schauen mit dem Foto hier. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Von der anderen Seite verschlossen. Können wir da irgendwie reinspringen? Von oben? Das müsste ja genau hier unten sein. Genau, das ist das mit der Couch. Der Raum müsste genau hier unter uns sein. Eventuell hier irgendwo. Okay. All is clear. Okay, dann haben wir das auch gefunden. Diesen Shortcut haben wir geöffnet. Genau, wir kommen jetzt hier aber nicht raus, oder? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, jetzt weiß ich, was geknallt hat vorher. Okay. Brennstoff, wir finden ganz schön viel Brennstoff. Wir machen das gleich mal auf jeden Fall mal voll. Entriegelt. Aha. Okay, das war die linke Seite. Das war die linke Seite. Okay, Leute, ich würde sagen, wie es denn weitergeht. Margaret ist anscheinend jetzt besiegt. Also sie ist komplett, hat sich komplett verflüssigt, sage ich mal so. Dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt hier in den Brunnen wieder rein. Oder wir gehen hinten sowieso normal durchs alte Haus durch. Das würde ich sagen, schauen wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Schaltet wieder ein. Es ist spannend, es bleibt spannend, es wird spannend. Und ansonsten, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten schaltet wieder ein. Ciao, euer Andi.